Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play DayZ. Mein Name ist Kevin und wir starten am Balota Airfield. Und ich bin jetzt hier gerade in diesem Haus gespawnt. Erstmal gucken, ob ich die Tomate, ob die essbar ist hier. Rotten! Auch nicht, geht nicht, wollen wir nicht. So, jetzt will ich natürlich jetzt erstmal gucken, ob hier irgendjemand ist, weil ich muss mir erstmal den Überblick der Lage verschaffen. Wenn hier jemand in den Gebüschen hockt, möchte ich keine Überraschung erleben. Nee, sieht sauber aus. Sieht sauber aus. Gut. Wir starten erstmal so ein bisschen. Ist ein bisschen länger her, dass ich DayZ gespielt habe. Beziehungsweise, was heißt länger her? Aber ich habe mir einen Clan gesucht und. Ein Shirt. Prima. Das kann ich zu Rex machen. Die nehme ich dann auch direkt mit. So, wo sind die jetzt hin? Hä? Ach, die sind schon im Inventar. Okay. Dann ist ja alles gut. Gut, starten wir mal. Am besten wir machen die Tür auf und sprinten so schnell wie möglich raus. Und los geht's. So ein bisschen abseits laufen. Ja, ich habe mir so ein paar Let's Plays von verschiedenen Leuten angeguckt. Darunter auch der Sarazar. Das hat mich allerdings nicht so wirklich weitergebracht. Der stirbt ja auch relativ oft. Und da habe ich von diesen Deadly Dance oder irgendwie sowas. Deadly Glad Dance oder ach, ich weiß nicht genau. Jedenfalls von dem die Dinger, die sind eigentlich immer ganz gut. Und jetzt habe ich noch einen ganz anderen gefunden. Ein Pro-Gamer. Der, der ist richtig gut. Also der ist wirklich richtig, richtig gut. Und da habe ich mir ein paar Let's Plays reingezogen und ich versuche das jetzt auch immer ein bisschen zu umzusetzen, denn ich bin ja auch relativ oft gestorben. So. Ja, die ist zu, die Tür. Gucken wir mal hier unten. Immer schön vorsichtig. Ich versuche jetzt immer schnell in Bewegung zu bleiben, denn niemand da. Denn ich will ja natürlich auch nicht getroffen werden, da das Spiel sowieso einen Haufen Lags hat und ja, ich habe einen netten Clan gefunden, mit denen ich ab und zu noch mal spiele. Momentan fehlt mir so ein bisschen die Zeit und ich spiele ja zurzeit auch wieder WoT und da fehlt mir ein bisschen die Zeit. Ja, hier steht ist nix. Ja, jedenfalls, es kam irgendwie ein bisschen komisch dazu. Denn, nee, ist sauber. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich mich hier verquatsche und dann werde ich abgeknallt. Im Tower sieht's gut aus. Gefängnis auch. Soweit. Das ist ein Zombie, okay. Hier sieht sauber aus. Ja, ich habe einen Clan gefunden. Und es kam eigentlich ganz genial dazu, denn ich war auf dem Server, wo ich mich jetzt befinde. Ist ein Friendly-Server und ich wurde dort auf dem Airfield weggeschossen. Ich hatte eigentlich keine Waffe und das hat mich dann so aufgeregt, weil ich habe jeden, also es war irgendwie ein Clan, der da drauf war und ich habe eigentlich nur eine Waffe gesucht oder generell Loot und ich war ja wehrlos, ich hatte noch nicht mal eine Axt. Ja, jedenfalls bin ich weggerannt und zickzack und es hat auch ein bisschen gedauert, bis sie mich gekriegt haben, aber das hat mich dann so geärgert, weil man läuft ja auch immer eine gewisse Zeit und dann bin ich gespawnt, also neu gespawnt und habe jemanden getroffen, der hat auf mich angesetzt oder anvisiert
Und der hat mich aber erstmal gefragt, was, wo ich herkomme und warum ich gerade neu gespawnt bin und so weiter. Und da habe ich das erzählt. Und dann meinte er, hey, hast du Bock bei uns im Clan mitzumachen? Wir gehen jetzt alle gemeinsam aufs Airfield und rotzen dir weg. Rotzen die dir weg. Ja, und habe ich gesagt, ey, geile Sache. Und ja. Ah, bei jeder Aufnahme klingelt mein Handy Minimum einmal. Muss ich das jetzt beantworten? Ach man. Ja, jedenfalls bin ich dann bei denen in den Clan eingetreten. Und das hat eigentlich auch recht viel Spaß gemacht. Es war eine lustige Truppe von, ich glaube, wir waren zu viert den Tag. Und ja, wir sind dann öfters dann nochmal zusammen losgezogen und hat eigentlich auch sehr gut geklappt. Auch die Absprache soweit war eigentlich immer ganz in Ordnung. Also ich kann nicht meckern. Und leider fehlt mir momentan einfach ein bisschen zu sehr die Zeit. Und ja. Dann ist mir mal was passiert. Ich bin auf unserem Server gespawnt. Es war mitten in der Nacht, keine Ahnung. Und es waren auch nur drei Leute drauf. Und der Spawnpunkt, wo ich war, das war so ein riesen... hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Das waren so ein riesen... ja, wie sagt man dazu? Nicht Aussichtsturm, Leuchtturm, nicht, auch nicht, aber... Es war irgendwie so ein riesengroßer... wie so ein Funkturm. Und ich bin unter der Treppe gespawnt. Oder hab mich eingeloggt und... oder gejoint, sagt man ja auch dazu. Und auf einmal läuft direkt vor mir einer die Treppe runter. Und es waren wirklich nur drei Leute. Und das war ziemlich abgelegen. Das war nämlich am Nordost- oder Nordwest-Airfield, oder wie das heißt. Da ist, wenn man die wieder ein Stück in die Mitte läuft, kommt man da an so einen Berg. Und wenn man den hochgeht, ist so ein riesengroßer Turm da oben drauf. Jedenfalls da in diesem Gefängnis war ich drinnen unter der Treppe und oh, ich habe mich erstmal übel erschrocken, habe natürlich auch gleich losgeschossen. In der Hoffnung, ich erwische ihn. Er hat mich nicht erwischt, ich habe ihn nicht erwischt und dann ist der gesamte Clan nachgejoint. Und das war ein riesen Kuddelmuddel. Es war ja nachts. Ne? Und, hier sehe ich aber auch wieder nichts. Ey. Naja. Ein bisschen vorsichtig sein muss ich. Man weiß nicht, wo hier jemand ist. Das ist echt... Ah. Ja, und da haben wir natürlich den Typen gesucht und war eine ganz interessante Runde. Ein paar Feuergefechte gab es auch und wir haben sogar überlebt. Also wir waren jetzt kein schlechter Trupp. So viel dazu. Jetzt komme ich natürlich wieder zum Spielgeschehen, sonst plapper ich zu viel und dann werde ich weggeschossen. Das will ich nicht. So, ich versuche so wenig wie möglich auf einer Stelle stehen zu bleiben. Immer irgendwie versuchen zickzack zu laufen, nicht lange hier langsam rumlaufen, denn dann ist man ein leichtes Ziel. Ich mache das jetzt immer so durch die Let's Plays, die ich mir da angeguckt habe von diesem Pro-Gamer. Ich renne dann meistens in die Bäume rein, wo ich weiß, es wird drinnen gecampt. Nix, irgendwie sehe ich nichts. Oder ich gucke nicht richtig, das kann natürlich auch sein. Ist keiner da. Oh Leute, ey, das ist immer. Es hört durch die Umgebung diese random Scheiße, die so im Hintergrund läuft, ey, das ist manchmal so para. So, ich renne jetzt einfach hier quer in die Büsche rein, denn manchmal stehen hier Leute drin, Snipern, und da kann ich die mit der AK wegrotzen. Im Übrigen könnt ihr mir mal Tipps geben, wo ich ein 75er Trommelmagazin finde. Das versuche ich nämlich hier auf dem Airfield zu finden. Und ich will eigentlich um das Airfield drumherum
vielleicht noch die ein oder andere Baracke abstauben und dann runter bei die Zelte. Und dann, ich versuch's, wie ich es jetzt schaffe, dann noch in die nächste Stadt zu gehen. So, nimm die scheiß Axt, das leckt aber auch, ey, das ist unmöglich. Komm her, du. Zack, und weggenatzt. Und da kann ich schnell wieder die Waffe nehmen. Hier sieht sauber aus. Aber wenn hier einer, irgendein Idiot rumkämmt, da kann man auch nichts machen. Das ist doch so schnell weggeschossen. So. Gehen wir mal hier in den Wald rein. In die Tannen reinlaufen, drumherum. Wenn da jemand sitzt und snipert, kann ich ihn als erstes wegknallen. So. Mal ein bisschen vorsichtig hier zocken. So, hier liegt auf jeden Fall keiner. Ihr seht, ich laufe zickzack und kreuz und quer vor, zurück und wieder hin und leg mich erstmal hin. Scheint sicher zu sein. Also kann ich schon mal aufs Airfield draufklotzen, falls da jemand durchläuft. In den Tower mal gucken. Naja, also wirklich sehen tue ich hier auch nichts. Irgendwie sehe ich nichts. Wenn jemand hier unten im Unterholz sitzt, AK ist jetzt auch nicht unbedingt die genaueste Waffe. Wo ich den dann treffe. Also das ist jetzt sowieso generell bei DayZ ist es ja mehr ein PvP geworden zurzeit, weil ja die ganzen Sachen, die es in anderen auf dem Zeltplatz ist niemand. Ja, durch die ganzen Sachen, die jetzt bei Alters Life oder bei diesen anderen DayZ Mods schon gibt, wo man Häuser bauen kann, wo man keine Ahnung was machen kann. Das gibt's ja hier alles noch nicht. Von daher bleibt einem ja erstmal nichts anderes übrig, außer PvP. Und das ist eigentlich auch das, was mich momentan so ein bisschen noch davon abhält, bei DayZ das mehr und mehr zu spielen, weil es eigentlich ja keine eigentlichen Missionen gibt oder Ziele. So. Da hinten war mal. Wird hier total para, ey. Ich will mich hier auch nicht lange aufhalten, weil ich will ja zu meinem Loot. Also ich suche auf jeden Fall ein 75er Trommelmagazin. Also das haben wir im Übrigen, das haben sie gepatcht, dass man, wenn man das Trommelmagazin angesprayt hat, dass sich das zu einem 30er Magazin verwandelt hat. Das haben sie gepatcht angeblich. Ich kann es ja nicht ausprobieren, weil ich es noch nicht gefunden habe. So, das ist jetzt scheiße. Ich muss nämlich übers offene Feld rennen. Bisschen geduckt rennen. So, schön schnell in die Bäume, zack, zack. Wenn jemand drin steht, wegrotzen. In den Tower will ich eigentlich nicht unbedingt rein, weil da eigentlich nie groß Loot ist. Meistens liegt eine SKS rum oder eine Mosin, aber die findest du ja überall. Was findet ihr eigentlich besser? Könnt ihr mal kommentieren? Eine M4, die MP5 oder die AK? Also die MP5, die ist ja doch von der Munition her nicht so prall, also vom Schaden her meine ich jetzt, ne, was die Munition verursacht. So, gucken wir mal, was hier in den Baracken ist, ob da was ist. Wenn da was ist, schießen wir es weg. Immer mal nach hinten gucken. Ich bin auch alleine, also ich spiele heute nicht im Clan,
Vielleicht mache ich das die Tage nochmal. Und, die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Ja. Und alleine ist das immer ganz, ganz beschissen. Ganz, ganz, ganz beschissen. So. Ja, geplant ist jetzt in dieser Folge, wie gesagt, den Loot sammeln. Ich weiß ja nicht, ob jetzt hier was passiert. Also ich bin immer noch, noch ein bisschen am Rumlaufen und gucken. Und ich will ja nicht unbedingt, dass es zum Gefecht kommt, weil ich will wenigstens einmal meine AKM voll haben. Sieht gut aus. Ja, das Airfield haben sie natürlich auch verändert. Das obere. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich dafür, dass es ist ja eigentlich ein Survival-Spiel. Und ich finde, dafür, dass es Survival ist oder sein soll, auch wenn es eine frühe Alpha ist, dass der Survival-Aspekt eigentlich so gut wie gar nicht so zum Vorschein kommt, sondern eher dieses PvP. Und das geht dann total unter. Das finde ich schade, weil ich finde, es wäre viel interessanter, wenn der Survival-Aspekt viel mehr zur Geltung kommen würde, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das Zehnfache an Zombies hier rumrennt. So ein bisschen wie, wie hieß es, wo die ganzen Zombies da hier so rumrennen? Left to Die. Also das fand ich zum Beispiel richtig geil. Wenn das auch hier so ein bisschen so wäre, ob es die Server schaffen, mal hingestellt. Aber da, apropos Zombie, da steht einer. Muss ich erstmal wegaxten. Aber wenn hier jetzt ein Spieler ist mit... Ja, das ist eben der Bullshit, wenn man alleine ist. Man muss dann halt alles selber machen. So, ich hoffe jetzt, hier sitzt keiner in den Tannen. Ach, da ist ja noch einer. Scheiße. So, ich muss erstmal gucken, ein bisschen zickzack laufen hier. Erstmal ins Haus rein glitschen und gucken. Ach, das ist ja jetzt voll scheiße. Kacke, 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 kacke. Schnell Axt nehmen. Nein, jetzt bleibt der auch noch sitzen. So, na komm hier. Eins, zwei. Ah, fuck, ey. Aber es ist kein Schuss gefallen. Kein Schuss gefallen. Bluten tue ich auch nicht, Healing bin ich, okay. Okay. Also so schnell wie möglich raus aus dem Schuppen. Ja, da sieht man wieder gar nichts. So schnell wie möglich raus, los. Ab, zack, 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 go, go, go. So, schnell hier rein. Ich will mal gucken, ob es geht noch. Ja, ein bisschen geht's noch. Okay, in diesem Zwischenraum ist keiner. Ich habe da nämlich schon Sachen erlebt. Da gucke ich lieber und glitsch da ein bisschen rum. Nein, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ist keiner drin. Ich habe nämlich Überraschungen überhaupt nicht gerne. So, ich würde gerne mal gucken, ob oben in dem Flur jemand ist. Was war denn das jetzt? War das ein Einschlag? Was war denn das jetzt? Oder war das Staub? Schnell rein, zack, 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 komm. Ach, Tür zu. Oh, ich hasse sowas, so rumgeeiert. Es muss viel schneller, flüssiger gehen. Nein, sieht sauber aus, sieht sauber aus, sieht sauber aus. Gut, gut. Gut. Da ist auch keiner drin und da oben auch nicht. Ich weiß, Leute, das ist scheiße, was ich hier mache. Aber
Ich habe auch keine Lust, abgeschossen zu werden. Dann mache ich lieber sowas, denn die Leute machen das ja selber auch. Und bis das nicht komplett weggefixt ist, werde ich das auch weitermachen. Wenn mich das vom Abschuss rettet, natürlich. So, gehen wir erstmal hoch. Ja, okay, sauber, sauber, sauber. Man weiß ja trotzdem nicht. Selbst wenn man jetzt hier ist, oh, sehr gut. Efi-Pin, den nehmen wir mit. Selbst wenn jetzt hier gerade keiner ist, es kann ja zu jeder Zeit immer einer joinen. Ja. Ich möchte einfach nicht hier Überraschungen erleben. So, ist hier nochmal Muni, da nehme ich die auch gleich mal mit. Was ist das? Eine Hose. Braucht man die? Badly damaged. Nee, dann können sie behalten. Tür machen wir wieder zu. Oh, Fisch. Sehr gut. Warren, ist egal. Was? Siehe. Hä? Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Hä? Was ist jetzt los? Was ist denn jetzt? Ach, ich habe keinen freien Platz. Na gut, gucken wir erstmal hier ein bisschen aus dem Fenster, ob hier irgendjemand rumlatscht. Sieht nicht so aus. Bin ich auch ganz froh drum. So, gucken wir nochmal nach unten, ob sich da nicht vielleicht schon die Meute versammelt hat, bis ich warte, dass ich rauskomme. Ach, wie ging denn das jetzt hier? Ich glaube aufstehen, ne? Ja. Ne, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ach Mensch, wie war denn das? Ich krieg's manchmal auch nicht mehr hin. Das ist. Ich weiß, das ist assi, aber. Sorry, wenn mich das vom Überleben rettet, vom Tod rettet, ist mir der Rest scheißegal. So, nochmal letzte Kontrolle. Gut. So, und jetzt nochmal kurz um die Ecke lunzen. Da könnte immer einer joinen. So, Plan. Tür auf und ganz schnell um die Ecke. So, bei 3, 1, 2, 3, los geht's. Komm, Tür, leck nicht rum. Ah. Und jetzt, go, 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 go. Also wenn hier oben irgendwo ein Sniper sitzt, ich habe zwar so eine dicke Weste an, die wird mir vielleicht ein, zwei Mosin-Schüsse abhalten, aber, ah, jetzt renn doch. Dann aber mehr wär's auch nicht. Übrigens, bei BOT habe ich mir zwei neue Panzer gekauft. Habe ich mir heute erspielt und vom Leopard, den habe ich erstmal wieder verkauft. Ich habe da echt. Mit der Waffe konnte ich echt nichts anfangen, die da drauf war. So. Nicht, dass ich jetzt hier weggeschossen werde. Ja, die Leopard-Waffe, die. Was hat die Durchschlag gehabt? Ich glaube 80 mm oder so. Da kam es der. Wirklich nur bei der Arti durch und wenn du Gefechte gehabt hast, wo Neuner dabei sind, ja, ein Schuss und dann warst du weg, ne? Also, lächerlich. Und da habe ich mir den 2801 geholt, also auf jeden Fall den 6er von Leopard. Der ist gar nicht mal verkehrt, also macht Spaß. Und dann habe ich mir noch den schweren Panzer von den Deutschen geholt, den 5er. Den einen, der war auch super. Macht zwar nur 130 Damage pro Schuss, aber damit, also wenn man sich ein bisschen angewinkelt hinstellt, prallt viel ab und
Selbst ein Kaffer 1 kotzt ab. Ja. Aber so viel dazu, das ist WoT und kein Dayset. So. Gucken wir mal. Also ich laufe jetzt am besten hier ein bisschen an der Mauer lang. Ich gehe mal schnell ins Haus hier. Schon komisch, dass ich hier auf keinen Spieler getroffen bin. Das ist sehr eigenartig. Sehr eigenartig. Was macht man jetzt? Ich finde das seltsam, dass ich hier noch auf keinen Spieler getroffen bin. Wo sind die? Mach mal schnell wieder die Biege aus dem Scheißhaus hier. Ich traue dem Frieden hier nicht über den Weg. So, hier kann auch überall einer im Gebüsch sitzen. Das weiß man ja alles nicht. Und im Übrigen, wer Bock hat, mit mir mal Daisy zu spielen, einfach anschreiben. Oh, alter Schwede, ich dachte, das wäre jetzt ein Spieler, ey. Scheiße. Boah, schnell wegachsen den Typen hier. Am liebsten würde ich ihn umschießen, aber das macht zu viel Lärm. Komm her, stirb doch. Boah, hab ich mich jetzt erschreckt, ey. Meine Fresse. Alter Schwede. Den habe ich vorher nicht gesehen. Auf einmal rennt da was auf mich zu. Boah. Man weiß ja nicht, wo hier die Leute sind. Es ist ja nicht so wie bei Altes Live, wo die Namen drüber sind, dass man auch weiß, wer es ist. Oder dass eine Meldung kommt, wer hier gerade weggenatzt wurde. Also das ist eben... So, jetzt möchte ich looten gehen, in der Hoffnung, ich finde auch was. So, okay, los geht's. Dabei, dabei. So. Mach mal als erstes hier vorne diese... Oh, was haben wir denn hier? Eine Weste. UK Assault West Black. Nee, ach, scheiße. Bringt mir nix. Oh, Magazin. Aber das ist kein AK-Magazin. Scheiße. Das war, glaube ich, für die Sportler. Oder für die MP5. Ich weiß es aber gerade nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehme ich mir die Handschuhe mit. So, jetzt gehen wir erstmal... Oh Mann, das sieht doch schon wieder leer aus. Was ist das? Ja? Badly damaged? Nee, brauche ich nicht. Ein Hut? Ja, nur ein Hut, was soll ich denn damit? Oh Mann, das sieht schon wieder scheiße aus. Das sieht ja aus, als wenn es schon wieder gelootet wurde. Lauf mal weiter. Geh mal hinten in die Baracke rein. Also selbst die MP5, die liegt ja nur noch bei den Helikopterabstürzen. Ist ja eine amerikanische und wir spielen ja, also DayZ ist ja in Russland. Ah, eine Wasserflasche. Was haben wir hier? Bravo Hunter Pants, badly damaged. Ja, die trinkt man auf jeden Fall erstmal aus. Und dabei immer mal so ein bisschen umgucken, denn ich habe es schon erlebt, da kamen auf einmal drei Spieler rein. Also ich in ein Zelt von der einen Seite und auf der anderen Seite kamen drei Spieler rein.
habe ich natürlich gleich losgeballert, ne? Die abgehauen und ich dann bin dann auch erstmal, habe mich verdünnisiert. Weil gegen drei Spieler alleine, zwei schießen auf dich dann und der andere umläuft dich und flankiert dich dann. Kennt man ja alles schon vom WoT. Ist ja im Grunde genommen nichts anderes hier. So, schnell die Dose austrinken. So. Die brauchen wir nicht, die Munition. Müssen wir nochmal schnell alles abklappen. Vielleicht findet man noch irgendwas, aber es sieht nicht gut aus. Da waren wir schon drin gewesen in dem Zelt. Es sieht nicht sehr gut aus. Sieht alles schon gelootet aus. Bisher noch keine Spieler. Was gut ist. Für mich. Denn ich. Oh, was ist das? SKS braucht man nicht. Die brauchen wir nicht. Was ich eigentlich auch suche, ist für die Mosin das Long Range Scope. Das suche ich auch. Ist mittlerweile auch eigentlich relativ selten geworden. So. Ach, Mensch, Scheiße, die sind alle schon gelootet. Ist alles leer. Ach, Scheiße, was machen wir da jetzt? Guckt euch das mal an, die sind alle leer. Oh, nö, ey, da bin ich ja umsonst eine halbe Stunde rumgegurkt. Fuck. Zombie. Oh, Mensch. Auch leer. Ja, Zombie. Nee, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn das Spiel richtig fertig ist. Denn dann ist auch der Zusammenhalt zwischen den Leuten wieder da. Momentan gibt es ja nichts Neues und ja, deswegen bekämpfen sich die Leute ja am meisten selber. Finde ich ein bisschen schade, weil ich finde Daisy vom Grund her richtig genial. So, dieses Survival-Überlebensdings finde ich cool. Na, was haben wir hier? Braucht man nicht eigentlich, oder? Boring. Was ist das? Bajonett. Ja, Granaten gibt es mittlerweile auch, aber ich habe auch noch keine gefunden. Keine Ahnung, wo die sind. Finde ich auch ein bisschen schwierig, weil so wie das Spiel laggt, siehst du nicht, wann die Granaten geworfen werden und das soll auch einen ziemlich großen Range haben. Bleibt abzuwarten, wenn ich mal auf welche treffe. Was das macht. So, ja. Ich werde mich jetzt hier erstmal ausloggen. Also, das bringt jetzt gerade gar nichts, der Loot. Ich werde vielleicht nachher nochmal kurz beim Neustart nochmal drüber laufen. Vielleicht finde ich was. Ansonsten laufe ich in der nächsten Folge. Mache ich die nächste Stadt? Was ist das jetzt? Das ist doch. Balota ist dahinter. Ist das Elektro? Ich glaube, das ist Elektro, ne? Oder Berenzino. Nee, Berenzino ist ganz vorne. Ach Mensch, ich merke mir die Namen nicht. Oh, schönes Bild. Da mache ich einen Screenshot von. Urlaub. Urlaub am Wasser in Daisy. Nee, das hier kann ich mich noch nicht ausloggen. Das sieht scheiße aus. Das kommt nicht so gut. Ja, nee, dann machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter mit, ich glaube, die nächste Stadt, die hier ist, ist Elektro, glaube ich. Dann loggen wir hier aus. Bis später.